Ich verstehe ja, dass Lincoln Clay wegen der Vendetta gegen Sal Marcano so gehandelt hat. Aber warum hat diese Rache Mr. Clay dazu veranlasst, Gewalt und Zerstörung über die ganze Stadt zu bringen? Aber das ist doch gerade das Geniale daran. New Bordeaux gehörte Sal, also konnte Lincoln die ganze Stadt als einziges großes Ziel betrachten. Männer mit Macht wie Sal Marcano, die halten sich für unantastbar. Ich bin nun mal keiner, der groß Scham empfindet für seine Taten. Das war ich noch nie. Sie wollen nicht, dass du die losen Fäden am Rand ihres Imperiums aufnimmst. Den Drogenmarkt auf der Straße störst und die Heroin-Dealer in den dunklen Gassen des Hollow ausraubst. Oder die zwischen den Snobs in Frisco Fields versteckten PCP-Labore hochgehen lässt. Sie wollen nicht, dass du in ihre sicheren Häuser eindringst und wichtige Informationen aus ihren zwielichtigen Leutnants rauspresst. Du willst einen Doktor? Dann erzähl mir jetzt lieber, was ich hören will. Sie werden sauer, wenn du zwei miese Zuhälter durch das French Ward jagst. Die gut zahlenden Freier vom alten Onkel Lou Marcano terrorisierst und dem Fleischhandel in den Bordellen der Stadt ein Ende setzt. Er ist reingekommen und hat alle umgebracht. Sie sehen es auch nicht besonders gern, wenn du ihr Casino-Schiff, das im ekelhaften, schlammigen Bayou vor sich hinschaukelt, überfällst. Ich habe eine kleine Message für deinen Bruder. Zieh genug Fäden und die Organisation zerfällt Stück für Stück. Hättest ein paar Kugeln aufheben sollen. Du mischst Enzo Conti auf. Ziehst all die Waren aus dem Verkehr, die irgendwo in Barclay Mills von einem Laster gefallen sind. Die Knarren, die Autos, die Menschen. Du legst jede einzelne Pipeline trocken, über die sich Marcanos Syndikat versorgt. Lincoln Clay! Lincoln Clay! Jeder gottverdammte Haifisch in dieser Stadt riecht, dass Blut im Wasser ist. Mein Blut! Und dann, und das ist wirklich das allerletzte, was Männer wie Sal Marcano wollen, baust du auf den Trümmern ihres Imperiums dein eigenes auf. Sobald wir die klargemacht haben, werde ich entscheiden, wer sich worum kümmert. Denn Männer wie er werden nie kapieren, wie fragil ein Gebilde wie Macht ist. Aber hast du erstmal genug Fäden entwirrt, nimmst du die Enden und drehst ihnen einen Strick daraus.